Herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema KV-Diagramm. Es geht hier um die Auswertung der KV-Diagramme, bei denen bereits Gruppen gebildet worden sind. Das habe ich in einem vorherigen Video gezeigt, wie die Gruppenbildung stattfindet. Jetzt soll die Auswertung gezeigt werden. Mit der vollzogenen Auswertung ist das Verfahren dann zu Ende, sodass ich also am Ende dann ein vereinfachtes Schaltnetz zur Verfügung habe. Man sieht das hier im Beispiel, dieses Schaltnetz ist äußerst einfach, obwohl 6-mal eine 1 am Ausgang steht. Die Regeln, die für die Auswertung gelten, möchte ich zunächst der Einzelnen durchgehen. Eine Gruppe mit einer 1 beschreibt man mit allen Eingängen, es ergibt sich dann keine Vereinfachung. Wir sehen hier unten so ein Beispiel. Diese Gruppe enthält nur eine einzige 1 bei einem Netzwerk mit 4 Eingänge werde ich also alle 4 Eingänge benutzen müssen, um diese eine Gruppe zu beschreiben. Es entfällt kein einziger der Eingänge. Bei einer Gruppe mit 2 Einsen wird ein Eingang nicht benötigt, um die Gruppe zu beschreiben. Da sehen wir eine Gruppe mit 2 Einsen von den 4 Eingängen A, B, C, D wird einer entfallen, um diese Gruppe zu beschreiben. Und das geht dann so weiter. Bei einer Gruppe mit 4 Einsen werden 2 Eingänge nicht benötigt. Bei einer Gruppe mit 8 Einsen werden 3 Eingänge nicht benötigt und so weiter. Welcher der Eingänge entfällt nun, wenn denn eine Gruppe gebildet werden kann, die mehr als eine 1 enthält? Es entfällt immer der Eingang bzw. die Eingänge, die sich innerhalb der Gruppe ändern. Das werde ich gleich am Beispiel genau erklären. Bei der Auswertung schreibe ich dann zunächst die Schaltgleichung auf und werde in der Schaltgleichung für jede Gruppe eine Klammer bilden. Wir sehen das hier, wir haben 2 Gruppen. Ich habe 2 Klammern gebildet, obwohl das in diesem Beispiel letztlich nicht wirklich nötig gewesen wäre. Die Klammern werden miteinander oder verknüpft. Also 2 Gruppen, 2 Klammern, die Klammern sind oder miteinander verknüpft. So, schauen wir uns also konkret dieses Beispiel an. Zunächst die rote Gruppe. In der roten Gruppe ist A nicht die einzige Größe, die sich nicht ändert, wenn ich mich von Platz zu Platz bewege. B kann nicht zur Beschreibung dieser Gruppe herangezogen werden, weil B mal den Wert 1 und mal den Wert 0 hat. C kann auch nicht herangezogen werden, weil innerhalb der roten Gruppe C mal den Wert 0 und mal den Wert 1 hat. Ich brauche also tatsächlich nur A nicht, um diese ganze Gruppe zu beschreiben. Der Ausgang Q ist gleich 1, wenn A nicht ist. Naja, wenn man es dann verstanden hat, ist es ganz einfach. Zur grünen Gruppe wieder 4 Einsen. Die einzige Eingangsgröße, die sich nicht verändert innerhalb dieser Gruppe, ist B. B ist nicht. C ändert sich von 1 auf 0. A ändert sich von 1 auf 0. Das heißt, A und C fallen raus. B nicht genügt, um die grüne Gruppe zu beschreiben. Der Ausgang Q ist gleich 1, wenn A nicht ist. Oder wenn B nicht ist. Wenn man sich das wortwörtlich durch den Kopf gehen lässt, braucht man diese Spielregeln nicht in dieser engen Form, um das Ganze beschreiben zu können. Daraus kann man nun das Schaltnetz erstellen. Q ist gleich 1, wenn A nicht ist. Oder wenn B nicht ist. Das ist eine erhebliche Vereinfachung gegenüber einem Schaltnetz, bei dem ich mit 6 Unverknüpfungen und einer Oder-Verknüpfung arbeite. Auf die Idee könnte ich nämlich kommen, weil ich hier 6 Einsen am Ausgang habe. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Hier haben wir 4 Eingänge. Wir haben 2 Gruppen. Die rote Gruppe wird zuerst beschrieben. Diese 4 Einsen. Wenn ich mir diese Eckpunkte angucke, die ja nun alle zusammengehören in der roten Gruppe, sehe ich, dass sich C innerhalb dieser Ecken nicht ändert. Das ist immer der Wert 1. Und ich sehe auch, dass sich D nicht ändert, denn D ist in diesem Feld 1, in dem Feld 1, in dem Feld 1 und in dem Feld auch. A hingegen ändert sich, wenn ich von dieser
Ecke auf diese springe von 0 auf 1. Genauso ist es mit B, B ändert sich, wenn ich von diesem Eckpunkt auf diesen springe. Also wird die rote Gruppe beschrieben, Q ist gleich 1 durch C und D. Oder, jetzt kommt die grüne Gruppe, A verändert sich in der grünen Gruppe nicht, das ist immer 0, A nicht. Oder B, B ändert sich auch nicht innerhalb dieser beiden Stellen. Und D ändert sich ebenfalls nicht, muss also auch zur Beschreibung dieser Gruppe herangezogen werden. C hingegen entfällt. C ist an dieser Stelle 0 und an dieser Stelle 1. Also das ist der Vorteil, den ich hier habe, C entfällt. Ich kann also dieses Schaltnetz mit immerhin 5 mal 1 am Ausgang durch dieses einfache Schaltnetz realisieren. Ich brauche nicht etwa 5 Und-Verknüpfungen und eine Oder-Verknüpfung, sondern nur noch 2 Oder-Verknüpfungen und zwei Und-Verknüpfungen und eine Oder-Verknüpfung und es fallen auch eine Menge Inverter weg. Hier brauche ich nur noch einen einzigen. Ja, wenn Sie das soweit verstanden haben, dann werden Sie den Rest auch schon alleine hinkriegen. Wollen wir uns trotzdem noch diese beiden Beispiele, die jetzt noch kommen, eben ansehen. Zunächst wieder die rote Gruppe. Das ist die. Ich sehe hier, es ist immer B nicht und es ist auch immer D nicht. A hingegen ändert sich von 1 auf 0, von 1 auf 0. Und C ändert sich ebenfalls, wenn ich in dieser Gruppe mir die Plätze ansehe, sodass also die rote Gruppe, hier in dem Fall durch den zweiten Term, B nicht und D nicht beschrieben wird. Die grüne Gruppe, da ist A immer auf 1, A und C ist immer auf 0, C nicht da. B und D ändern sich jeweils, das heißt, ich brauche nur diese beiden Eingangsgrößen, um die grüne Gruppe zu beschreiben. Q ist gleich 1, wenn A 1 ist und C nicht 0 ist oder wenn B 0 ist und D 0 ist. Hier das entsprechende Schaltnetz. Das letzte Beispiel, da haben wir einige Gruppen mehr. Deswegen ist das jetzt vielleicht noch ganz interessant, sich das anzusehen. Ich habe insgesamt 4 Gruppen, die rote, die grüne und 2 gelbe Gruppen. Ich brauche also 4 Klammern. Erste Klammer, zweite Klammer, dritte Klammer, vierte Klammer. Die werden jeweils untereinander wieder oder verknüpft, diese Klammern. Schauen wir uns zunächst die rote Gruppe an. Das ist die Gruppe, die aus diesen 4 Eckpunkten besteht. Das haben wir oben schon gesehen in einem anderen Beispiel, da war genau das gleiche. D ändert sich an den Eckpunkten nicht, das ist immer 1. Und C ändert sich an den Eckpunkten auch nicht, das ist auch immer 1. Also C und D beschreibt die rote Gruppe. Die grüne Gruppe, das sind ja diese 4 Einsen. A nicht gilt immer in der grünen Gruppe. Und D gilt ebenfalls immer, da ist D gleich 1, D gleich 1. Und damit ist die Beschreibung dieser Gruppe auch schon fertig. Die grüne Gruppe ist A nicht und D. Dann haben wir die gelbe Gruppe aus 2 Einsen. Da ist immer A nicht. Es ist immer B gleich 1. Es ist immer C gleich 1. D hingegen entfällt, weil D sich von diesem Platz zu diesem Platz von 1 auf 0 ändert, kann also und muss auch zur Beschreibung dieser Gruppe entfallen. Dann haben wir noch die letzte Gruppe, die nur aus einer 1 besteht. Da entfällt keiner der Eingänge. Ich muss also komplett so ablesen, wie es hier steht. A ist 1, A, B ist 1, B, C ist 0, C ist 0, C nicht. Und D nicht, D ist hier auch 0. Damit habe ich dann die letzte Gruppe beschrieben, die hier reingehört und somit das vollständige Netzwerk beschrieben. Ein Schaltnetz aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Einsen lässt sich in diesem Fall mit 4 Und-Verknüpfungen, 1, 2, 3, 4 Invertern und einer Oder-Verknüpfung realisieren. Das muss man einüben. Der eine oder andere braucht durchaus eine gewisse Zeit, um das System richtig zu verstehen.
üben Sie es ein. Irgendwann macht es Klick und Sie haben das so gründlich verstanden, dass Ihnen das keinerlei Schwierigkeiten mehr bereitet. Wenn Sie ein bisschen Glück haben, ist das vielleicht auch jetzt schon der Fall. Ich würde mich über ein Like sehr freuen und natürlich über ein Abo noch mehr. Und ich danke vor allem für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.